Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Honeymoons Südafrika. In Berlin war nicht viel los, wir waren relativ schnell im Flieger und da wir diesmal mit einer arabischen Fluggesellschaft geflogen sind, waren so ein paar Sachen ungewohnt, sag ich mal. Da sind die Hauptpunkte im Entertainment-System dein Trip, Unterhaltung, Kids und der heilige Koran. Oder dass man beim Beten bitte sitzen bleiben soll. Bier gab's trotzdem, genauso wie die süßesten Salzstreuer der Welt. Wir hatten dann das wahrscheinlich beste Menü, was ich jemals in einem Flieger hatte. Das war echt beeindruckend. Deutlich beeindruckender als die Übersetzung vom Entertainment-System. Flablabenden. Ich habe also einen Film geguckt, der übrigens echt gut war, während Darth Honey gechillt hat. Und ich muss mal sagen, es ist total surreal, in einem Badezimmer zu sein und rauszugucken und so eine riesige Turbine zu sehen. Ich fliege ja echt nicht mehr viel. Ist ja auch wirklich nicht so gut. Die Reiseagentur, über die wir gebucht haben, macht immer einen CO2-Ausgleich bei jeder Reise. Das ist im Preis schon mit drin. Aber nichtsdestotrotz fasziniert mich Fliegen immer wieder. Wir sind in Doha umgestiegen. Das ist eine Stadt und ein Land, die hatte ich jetzt nicht auf meiner Bucketlist. Da war es jetzt auch nicht so cool. Und da haben wir dann diese E-Mail bekommen, die uns total verunsichert hat, weil wir halt schon um 3:40 Uhr in Südafrika landen sollen. Cliffhanger!